Sie stellen sich heute da heraus und sagen, Griechenland ist ja jetzt ein Problem. Aber so nach dem Motto, wer konnte das schon wissen? Meine Zwischenfrage ist, seit wann wissen Sie das? Ja, schon seit längerem. Das waren jetzt gerade Ihre Worte. Ich zitiere Ihnen jetzt aus dem Jahr 1994 einen österreichischen Politiker. Vielleicht Ohrenspitzen. Wenn wir das Geld, das wir als Mitgliedsbeiträge in die EU hineinzahlen müssen, für eine jährliche Steuersenkung verwenden, dann sind unsere Betriebe in Österreich wesentlich wettbewerbsfähiger gegenüber der EU, als wenn wir dort beitreten und die Nichtstue im Süden finanzieren müssen. Bevor mein Geld und das Geld der fleißigen Österreicher dafür verwendet wird, dass die italienischen Mafiosi oder irgendwelche korrupten Bürgermeister in Griechenland ihre Budgetnöte ausgleichen können, stehe ich nicht zur Verfügung. Dr. Jörg Haider, 1994. Was Sie da gejault haben, sehr geehrte Damen und Herren von SPÖ und ÖVP. Sie haben ihn als Quacksalber, als Polemiker, als gefährliche Person beschimpft. Vor 19 Jahren hat Jörg Haider das vorausgesehen, der BZÖ-Gründer, was jetzt eingetreten ist und was heute bestätigt wird, der Euro ist in 3 Monaten kaputt. Und er sagt weiter, warum sollen wir Österreicher, die wir uns sozusagen an Gesetz und Ordnung halten, mit unseren Nettozahlungen den Schlendrian und die Korruption im Süden finanzieren? Und diese Worte und diese Warnung haben Sie 19 Jahre nicht beherzigt und stehen heute vor dem Scherbenhaufen Ihrer eigenen untertänigen Politik, wo Sie 28 Millionen Milliarden Euro in den österreichischen Steuergeld in den Schuldenturm der Europäischen Union werfen, diesem Parlament vorgaukeln, das alles wäre noch ein Geschäft und es kostet uns keinen Cent. Und in wenigen Monaten vor die Österreicherinnen und Österreicher treten müssen, dass ihre Währung nichts mehr wert ist und Menschen in dem Land nach 1930 ein zweites Mal vor den Ruinen einer Währung, einer sogenannten beinharten Währungsreform in diesem Land stehen. Und statt dass Sie sich hier ins Parlament stellen und uns auch skizzieren, welche Pläne, das ist nämlich die Frage 2 des dringlichen Antrages des Antragstellers, dass Sie heute hier die Frage, in der Frage 2 skizzieren, was Sie denn zu tun gedenken im September oder Oktober diesen Jahres, wenn diese europäische Währung tatsächlich den Bach hinuntergeht, ob Sie Essensmarken vorsehen, ob Sie den Schilling wieder einführen, verschweigen Sie sich heute einmal mehr und ziehen sich auf Pauschalstandpunkte zurück. Das ist alles ein Geschäft, werdet schon sehen, gebt zur Ruhe und lächeln fleißig dabei. Sehr geehrte Damen und Herren, das ist keine verantwortungsvolle Politik im Interesse der Österreicherinnen und Österreicher am Höhepunkt einer Krise. Mit jedem Treffen, mit jedem Gipfeltreffen wird die Situation immer noch schlimmer. Es ist alles schon zu spät.